Oh. So übertrieben freundliche Menschen. Oh, die sind mir immer suspekt. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wir müssen unbedingt Peter hierher kriegen. Das ist dann der endgültige Super-GAU, warum er sich erledigt. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Bei deinem Stein Leben. Stein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Oh, ich muss gerade irgendwie an Crash Canyon denken. Egal. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar, dem Kaffeeraum, Fernsehzimmer, Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. Ach, König Adrian. Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Hm. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Dröggelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Tja, an Dröggelbecher sind wir ja relativ schnell vorbeigekommen. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Ah, aggressiv Fröhlichkeit, ja. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Oh, nein. In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf das, was Poki uns in dem Raum erzählt hat mit seinem Kurzfilm. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Schlüsselmeister? Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Schlafsaal, hm? Okay. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Ja, ich glaube, wir werden es erstmal ausmachen, aber irgendwie habe ich so die Ahnung, dass wir das hier auf jeden Fall noch anmachen müssen. Also müssen wir hier irgendwie doch den Peter herkriegen. So, obwohl, Poki, ne, Poki lassen wir nochmal außen vor. Ich glaube, jetzt hören wir uns erstmal hier den Poki an. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können?
Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Kaugummi? Spuckekugeln? Hä? Bohnendip. Na, hör mal. Das kann man doch noch essen. Okay. Mann, also jetzt nicht unbedingt. Gut, gut, merken wir uns. So. Kriegen wir... Na, reden wir doch noch mal mit unserem guten Peter. Vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwie überredet, rauszugehen nach Petra. Dann könnten wir in diesem Raum auf jeden Fall noch Licht machen. Und wir wären an der Reihe mit dem Getränk. So, hallo Peter. Na, immer noch trübselig? Na, du? Sich etwas aufmuntern? Ah. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Oh, wo geht's denn hin? Hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ha, er wird mir gerade sympathischer. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Gibt's was Schlimmer Neues? Als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Gibt's was Neues? Nee, leider nicht. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen. Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, genau. Ja, da bin ich überfragt. So, wie kriegen wir ihn auf die Toilette? Vielleicht hilft der gute Bone-Dip. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Oh, der hat gute Wirkung. Gut, dass das jetzt so schnell geht, hätte ich auch wieder nicht gedacht. Benutzen. Jetzt können wir erstmal Licht hier anmachen. Klick! So, gleich können wir also auch bestehen, ne? So, Maestro. Ne, warte mal. Nimm die Cocktailkarte. Ah, wir haben sie, wir haben sie. Jetzt können wir es uns auch nochmal ganz genau ansehen. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay, hey Barmann, wir sind dran. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Stinkdrink bitte, einen Grog, Kaffee, oh, Kaffee wäre jetzt einen grad. Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Aha. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Biggie Buggy Boo. Jawohl. Einmal die Komplettlösung bitte. Ja, die hättest du wohl gerne haben. Nö, eigentlich nicht. Auf der Karte. Ah, okay. Können wir Harvey mit der Speisekarte? Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Steht bestimmt nicht auf der Karte. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Nimm einen Stinkdrink. Einen Stinkdrink bitte. Ein Stinkdrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Ah, schön, schön, schön. Ah, ein Strohhalm und ein Stinkdrink. Ah, genau. Was sagt denn unser Captain Robert dazu? Wenn Captain Unbrauchbar Alkohol trinkt, kann er Wattekugeln aus den Pupillen abfeuern. Sehr gut. Willst du einen Schluck? Frauen und Kinder zuerst. Sehr, sehr nett, sehr nett. Den Becher können wir bestimmt noch gebrauchen. Kaffee. Keine Ahnung. Hier, können wir da vielleicht noch was reinschmeißen? Tatsächlich. Ui.
Ich höre so ein bisschen Senf. Ui. Okay, das ist nicht sehr hilfreich. Was steht denn da aber alles auf der Karte drauf? Mensch, das muss man doch mal lesen. Oh Mann, der Barmann hat die schlimm... Bruce Lee. Kein Wunder, dass er nicht lese... Ah, genau, wir machen es mal ganz einfach. Vielleicht kann er uns ja sagen, was alles drauf steht. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ach, mischt. Ein Glas Wasser, ein Koffee ist ja nicht auf Akkorde. Glock auch nicht, ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Ba. Löffel? Das soll ein Löffel sein? Können wir den nehmen? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Sieht aus wie eine Schaufel, oder? Oder Spaten oder so. Wo kriegen wir einen Löffel her? Ich bin überfragt. Gibt's hier denn noch irgendwas? Fasslöffel, blablabla, Barhocker. Nee. Schauen wir uns den Barhocker mal an. Warum müssen depressive Leute immer hochsitzen? Damit sie depressiv auf alles herabschauen können. Okay, hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Gucken wir doch mal, wie es Petra und Peter geht. So. Hey, wie wär's mit einem Stinkdrink für dich, Bienenmann? Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Okay, das hat sich dann, glaube ich, erledigt. Also einen Becher haben wir hier. Es ist, also so langsam wird es nicht einfach hier, die Rätsel. Muss man ja mal sagen. Ne? So, auf zur Toilette. Oh, guck mal, wie süß. So, jetzt machen wir erstmal hier Licht an. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Genau. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ach Mensch, da will man auch nichts von verstehen, oder wie, oder was? Können wir denn mit den beiden mal reden? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Na, was gibt's denn hier? Chips? Cool. Können wir die mitnehmen? Ja, jetzt haben wir Chips. Fingerfood. Können wir denn da jetzt was von mitnehmen noch? Ich will nicht gleich alles nehmen. Ach, Edna. Okay, Poki, was sagst du denn noch? Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so da ganz alleine immer halt immer brav rausspringt aus diesen Klokabäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bohle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere, aber dass Edna sie partout nicht leiden kann. Das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht das halt eigentlich nur noch interessanter. Sehr schön. Was sagt denn Captain Unbrauchbar dazu? Ich störe sie lieber nicht. Oh. Ja, also ist hier auch schon mal nichts Neues zu finden. Wir haben ja, glaube ich, jetzt noch ein paar neue Interaktionsmöglichkeiten mit den Bienenmann. Da bin ich gespannt, was da so an schönen Dialogen rauskommt. So, denn wir haben ja jetzt hier Chips. Bienenmann, was sagst du dazu? Möchtest du Chips? Nein,
bin so schon durstig genug. Okay. Nee, den hatten wir schon. Ich muss verrückt sein. Klingt gut. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Eine Fliege? Stinkdrink, also Cocktailglas. Was sagt denn jetzt zum leeren Cocktailglas? Kann ich dir auch ein Glas anbieten? Ein Glas wovon? Na, von mir. Das heißt meinetwegen. Seltsamer Name. Nicht für ein Glas. Für zwei? Abgemacht. Ich habe aber nur das eine. Dann eben nicht.